Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Preview-Let's Play zu Assassin's Creed Rogue. Zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen, warum Preview-Let's Play. Zum einen möchte ich euch gleich nochmal ein paar Informationen zum Spiel geben und nebenbei Let's Play werde ich einfach das Gameplay kommentieren. Ja? Und deswegen einfach Preview-Let's Play. Das ist die Erklärung dazu. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr am Ende des Videos euch beteiligt. Ja, diskutiert gerne mit in den Kommentaren. Ich werde natürlich auch ein paar persönliche Eindrücke zum Spiel schildern, meine Erwartungen und so weiter. Also schreibt gerne mal was in die Kommentare, was ihr selbst vom Spiel haltet. Und natürlich wäre es auch super, wenn ihr das Video bewerten würdet. Das unterstützt wirklich sehr und zeigt mir einfach, dass es euch vielleicht gefallen hat. Ja, weiß ich ja nicht. Wäre auf jeden Fall super. Danke dafür schon mal. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Was man hier schon mal sieht, das muss ich kurz vorweggreifen. Ich habe es ja im ersten Informationsvideo dazu auch schon gesagt, glaube ich, dass Hazen Kenway mit dabei ist. Und wie man hier sieht, steht er links neben unserer Hauptfigur, J. Patrick Cormack. Und wie wir sehen, spielt das Schiff, der Schiffskampf, die Schiffsreise und so weiter, spielt wieder natürlich eine große Rolle. Das soll einfach, soweit ich das verstanden habe, der dritte und letzte Teil dieser Nordatlantik-Saga, sage ich mal, sein. Oder Kenway-Saga, wenn ihr das so möchtet. Ich bin mal gespannt, was da so kommt. Ob da vielleicht doch nochmal irgendwas mit Schiffskampf passiert. Einige stehen da drauf, manche mögen es gar nicht. Also ich persönlich bin da so ein bisschen dazwischen. Eher so, ich mag es schon, aber ich muss es jetzt nicht so krass präsent haben. Ich fand das in AC3 schon mit am besten. Allerdings gibt es natürlich hier auch wieder ein paar Verbesserungen. Wie ihr zum Beispiel hier seht, das Feuer, was angezündet wird, also Öl, was ins Wasser geworfen wird und angezündet wird, soweit ich das verstanden habe. Dann hat unser Schiff, Morrigan heißt es, auch eine frühe Version von einem Maschinengewehr, womit wir natürlich auch die Leute bekämpfen können. Wir haben eine Frontkanone, die ein bisschen stärker ist als die aus den letzten Teilen. Und damit können wir dann natürlich auch angreifen. Wir können diese Eisberge zerstören. Wir können diese Eisberge allerdings auch zur Deckung nehmen, ja. Das heißt, diesmal werden wir auch in der Nähe von Kanada spielen. Soweit ich das gehört habe. Und hier ist es natürlich ziemlich, ziemlich kalt. Wie ihr schon seht, Eisflächen haben sich gebildet. Und wir können mit unserem Schiff, wenn wir das aufgerüstet haben, können wir das wegmachen, ja. Und sehr interessant. Kurz noch die Grundinformation für die Leute, die vielleicht nicht wissen, worum es genau geht. Das Spiel kommt am 11. November raus für die PS3 und die Xbox 360. PC ist nicht angekündigt, Next Gen aktuell auch nicht. Da werde ich auch immer wieder gefragt. Ich sag mal so, es könnte passieren, ihr kennt das ja mittlerweile, Remakes und Remastered-Versionen sind anscheinend im Mode. Das sind die Hauptspiele diesen Jahres, was ein bisschen schade ist, weil wir wollen alle neue Spiele eigentlich. Es könnte natürlich sein, dass in einem halben Jahr oder einem Jahr natürlich Rogue für die Next Gen und den PC kommt. Ausgeschlossen ist das nicht, gerade bei Ubisoft. Bleibt abzuwarten, ja? Also das nur damit mal abgehakt. Im Moment nur Xbox und nur PS3. Wir spielen, wie gesagt, J. Patrick Cormack, der anfängt als Assassine und dann kommt es anscheinend zu einer tragischen Mission, die fehlschlägt und er wendet sich von den Assassinen ab und wird zu einem der gefürchtetsten und berüchtigsten Assassinenjäger. Und warum das Ganze, wird sich wahrscheinlich im Spiel klären. Das heißt, meine Vermutungen waren ja schon zum einen, entweder er wurde wirklich ausgeschlossen von den Assassinen, weil er sie verraten hat vielleicht, oder ihm ist irgendwas passiert, irgendein geliebtes Mitglied oder seiner Familie wird genommen oder ist dazwischen geraten, zwischen die Fronten und er denkt jetzt, er muss Rache nehmen deswegen. Vielleicht verfolgt er einfach auch nicht mehr den Assassinen-Kodex oder sowas. Es hat sich dann gedacht, nee, der Templerweg passt mir mehr. Wer weiß, also das wird sich wahrscheinlich im Spiel klären. Kann natürlich auch sein, dass Kenway, also Hazen, ihn überzeugt hat, zu den Templern zu wechseln. Wer weiß, dass er seine Finger mit im Spiel hatte, dass er hier auch sein Lehrer vielleicht sogar ist, sein Meister. Wäre auch sehr interessant. Ich will auf jeden Fall einiges von Hazen sehen, weil der sehr cool war in AC3. Ich denke mal, der Rechte neben Shay, darüber weiß ich, über den Typen weiß ich gar nichts, sieht aber
ganz cool aus mit seinem kleinen Cowboy-Hütchen. Das wird wahrscheinlich seine rechte Hand sein auf dem Schiff, könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen. Und ja, wie gesagt, also er wird zum Assassinenjäger. Wir spielen diesmal einen Templer. Ich weiß nicht, warum Ubisoft selbst im Pressetext zum Beispiel davon redet zum ersten Mal, weil links steht der erste Templer, den wir gezockt haben. Aber es bleibt abzuwarten. Also ich habe ja auch schon beim ersten Gameplay-Video meine Meinung dazu gesagt. Ich finde es persönlich gut, dass wir mal einen Templer spielen, dass wir mal auch deren Seite sehen und mal vielleicht hoffentlich auch ein bisschen mehr erfahren über die Templer und nicht, dass wir nur seine Story durchziehen und im Prinzip hat es gar nichts mit der Geschichte zwischen den Assassinen und Templern großartig zu tun. Also ich will schon, wenn wir einen Templer spielen, will ich natürlich auch verstehen, warum die das Ding so durchziehen, warum die so drauf sind und was deren Plan eigentlich wirklich ist. Grob weiß man das natürlich schon, aber mal, ich sag mal, ein Blick hinter die Kulissen der Templer. Das verspreche ich mir auf jeden Fall von diesem Spiel. Ansonsten, storymäßig ist noch nicht so viel bekannt. Es wird gemunkelt und es kann natürlich auch sein, wenn man sich erinnert an AC3, was der gute Achilles zu Connor später sagt, der in diesem Teil keine Rolle spielen wird. Also Connor, das könnt ihr schon mal euch abschminken, das Spiel spielt er zum siebenjährigen Krieg, so wird es gesagt, zum siebenjährigen Krieg. Und der geht von, lass mich kurz gucken, 1756 bis 1763. Und ja, zu der Zeit ist Connor ein kleines Kind. Das heißt, er wird keine Rolle spielen. Wahrscheinlich. Wenn es wirklich in dieser Zeit bleibt. Man weiß ja nicht, ob die am Ende auch irgendwie einen Zeitsprung haben oder so. Und das spielt doch 10 Jahre später. Wer weiß. Allerdings könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Achilles eine Rolle spielt. Weil, wie gesagt, Achilles sagt ja später dann zu Connor, ja, von uns gibt es nicht mehr so viele. Die wurden alle ausgelöscht von den Templern und so weiter. Und allgemein, in AC3 begegnet man ja nicht besonders vielen Assassinen. Und wer weiß, was ziemlich cool wäre, dass vielleicht der gute Shay was damit zu tun hat. Ja, anscheinend war er ziemlich fleißig und hat er einige Assassinenbrüder und Schwestern ausgelöscht. Könnte auf jeden Fall sein. Also es wäre, wenn die das schon machen, ziemlich cool. Wenn man da Achilles sieht und auch sieht, warum die Assassinen in dem Gebiet ausgelöscht worden sind. Und ich denke mal, er hatte auf jeden Fall was damit zu tun. Gehe ich stark davon aus. Hier sieht man gerade einen Polarbär hinten. Die kann man auch wieder jagen. Allgemein gibt es das Jagen wieder, womit man seine Ausrüstung, sein Schiff verbessert. Im Prinzip, ihr seht es ja schon selbst am Gameplay, kann man sagen, kurz gefasst, Assassin's Creed 4 2.0. Ja. Das heißt, wenn man sich jetzt mal anschaut, die Unterschiede von AC3 zu AC4, die sind ja schon zu sehen im Gameplay an sich, einfach wie das ein bisschen aufgebaut ist, wie es aussieht und so weiter. Und der Unterschied zwischen AC4 und Assassin's Creed Rogue, man hat zwischenzeitlich einfach den Eindruck, dass die Hauptfigur einfach ausgetauscht worden sind, ein paar Neuerungen hinzugefügt worden sind und das war's. Und es wird natürlich eine neue Story erzählt. Man muss allerdings bedenken natürlich, dass das genauso war wie damals bei AC2 zu Assassin's Creed Brotherhood und von Brotherhood zu Revelations. Denn da waren auch nicht viele Unterschiede und trotzdem hatte ich auf jeden Fall Spaß mit Brotherhood und Revelations. Und dementsprechend bin ich da jetzt irgendwie nicht drauf festgefahren und sage, ey, was soll das? Das sieht da genauso aus wie AC4 und so weiter. Mein Gott, die haben einfach die Sachen verbessert, sagen sie zumindest. Ob das am Ende so ist, werden wir sehen. Von dem Gameplay her, wie es ablaufen wird und von dem Aussehen des Spiels, da wird nichts anders sein. Da wird nichts anders sein, es ist keine neue Engine oder so weiter und dementsprechend wird da sich nichts ändern. Es gibt einfach nur Upgrades fürs Schiff, für dich als Typen. Und es wird eine neue Story erzählt. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch den Kommentar von den Entwicklern hört. Für mich hört sich das an, als wäre Shay eine reichere Variante von Edward. Ja, weil es wird immer wieder betont, ja, die Templer sind übelst reich, die haben die neuesten Sachen am Start, der hat das am Start, der hat einen Granatwerfer sogar am Start, womit du Leute verwirren kannst. Per Granatwerfer
Was schon krass ist, er hat ein Luftdruckgewehr am Start, sein Schiff ist komplett neu ausgebaut auf der neuesten Technologie, die es gibt. Für mich hört sich das wirklich an wie so ein Bonzen-Edward. Ja, natürlich hat es trotzdem alles Reiz und so weiter. Versteht mich nicht falsch, aber so hört sich das so ein bisschen an. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich habe voll Bock drauf. Ich habe wirklich, wirklich Bock drauf, dass wir einen Templar spielen. Ich habe Bock drauf, dass wir viel mit Hasten machen. Ich habe Bock drauf, dass wir viel mit Achilles machen. Und der Punkt, warte mal, ich erinnere mich gerade, verbessert mich, wenn ich falsch liege. Aber hat Achilles nicht auch irgendwie sowas gesagt, dass er mit Hasem gesprochen hat oder so? War das nicht sogar so, dass sie verhandelt haben oder und er ihn laufen lassen hat oder andersrum? War das nicht irgendwie? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Es ist schon ziemlich lange her, aber hatten die nicht auch irgendeine Beziehung? Ich weiß nicht. Verbessert mich wirklich in den Kommentaren. Ich bin mir null sicher gerade. Wie gesagt, ich will von Hasem was sehen. Ich bin voll, will von Achilles was sehen. Wer weiß, vielleicht sieht man auch Adewale oder sein Sohn, der ist ja auch Assassine geworden, denn, oder irgend sowas, dass man noch andere Figuren sieht. Wäre zum Beispiel krass, wenn er eine bekannte Figur einfach eiskalt tötet am Anfang schon des Spiels oder allgemein im Spiel, wo du dir denkst, fuck, so ist er gestorben oder so. Ist es bekannt, wie Adewale gestorben ist? Das weiß ich nämlich auch nicht. Habe ich jetzt nicht vorher gecheckt. Aber ja, hier sieht man gerade den Granatwerfer und dann das Luftdruckgewehr. Es ist schon ziemlich, ziemlich krass, was er an Ausrüstung hat, muss man schon mal ehrlich sagen. Erst schläfert er die Leute ein und dann verwirrt er den anderen, der die einfach mal kaputt tritt. Hier auch interessant zu sehen, das neue Adlerauge, wo er die Leute, die Assassinen aufspürt, die sich verstecken. Und hier wird dann einfach mal gezeigt, wie man so eine Insel befreit von den Sachen, was man so machen muss. Und da muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, es wird keine große Bedeutung haben, glaube ich, so random Assassinen zu töten. Es wird wahrscheinlich genauso sein, als wenn du auf der Assassinenseite spielst und irgendeinen Typen aus dem Weg räumst, der dir im Weg ist. Ja? Man sieht nämlich gleich, wie er den bekämpft, den Assassinen. Der Assassine wird komischerweise irgendwie als kleiner Feigling dargestellt. Übrigens, so nebenbei, das Gameplay könnt ihr auch mal ohne mein Gequatsch angucken, das habe ich auch hochgeladen. Schaut da mal gerne rein, da wird auch noch einiges erklärt vom Entwickler selbst. Ja, also, was soll man sagen? Ich kann mich nur wiederholen, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das Spiel. Mir hat Assassin's Creed 3 und 4 sehr viel Spaß gemacht. Was man auf jeden Fall bringen sollte, wäre eine sehr coole Story. Die muss schon ziemlich, ziemlich geil sein. Ziemlich Badass-mäßig auch vor allen Dingen. Und was hier auch sehr interessant ist, er hat eine Gasmaske. Das heißt, dieses Gas und Rauchbomben und so weiter machen dem anscheinend nichts aus. Ja, da kann sie offensichtlich, zumindest steht es da, jederzeit selbst aufsetzen. Und sich damit schützen. Ja, weil der Assassin ihn gleich damit angreift, mit Rauchbomben und alles. Was auch gezeigt wird, dass die Gegner jetzt mit der Umwelt interagieren, zumindest ist der Hauptassassine, der so ziemlich cool, eigentlich ziemlich cool dargestellt wird, nur rennt er mir zu weit weg und ist am Ende dann trotzdem ziemlich locker zu töten. Ja, ein kurzes Attentat von rum und der ist direkt weg. Was natürlich fehlt, so ein bisschen, ist die Kapuze, ja, muss man schon sagen. Aber was auch schon einige von euch in die Kommentare geschrieben haben beim ersten Informationsvideo und was natürlich, glaube ich, jeder so ein bisschen den Eindruck hatte, zumindest jeder, der sich bei der AC4 die Templar-Rüstung am Ende geholt hat, die ähnelt schon so ein bisschen dem Shay-Ding, oder? So vom Aussehen her ist es schon ein bisschen ähnlich. Also man sieht es schon. Ja. Also, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das Spiel und ich habe richtig Bock drauf. Wie gesagt, 11. November geht's dann los natürlich mit dem Let's Play. Hier sieht man dann den Assassin, der so ein bisschen von unten runterspringt, dann abhaut, versucht so ein bisschen die Rauchbomben zu platzieren in seinen Weg, aber er hat halt diese Maske und das stört ihn anscheinend nicht. Und dann rennt er weg, holt seine Leute und ja, rennt. Und am Ende, ja, was mich mal natürlich auch interessieren würde mal bei diesem Gameplay, ich glaube, die haben das extra so gespielt, damit die bloß alles sehen, weil ich glaube, wenn du den eiskalt wirklich nur töten willst, dann wäre der jetzt schon weg. Könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Jetzt nicht von mir, weil ich bin ja auch nicht so gut, aber ja, wenn einer von euch das zockt, nicht wahr? was mir gerade noch so einfällt, es ist bisher noch nichts gesagt worden zum Multiplayer oder sowas. Ich kann mir aber allerdings sehr gut vorstellen, dass es hier in Rogue einen Multiplayer gibt. Den gibt es ja nicht in Unity, da gibt es ja nur den neuen Koop-Modus. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es hier dann so einen Multiplayer wieder gibt und auf jeden Fall gerne immer her damit. Den AC4 Multiplayer habe ich jetzt nicht so viel gezockt wie den AC3, den habe ich übel gesuchtet zum Teil. Aber ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja. So. Mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen eigentlich. Nicht, dass ich mich jetzt hier wieder fünfmal wiederhole. Wie gesagt, Leute, also wenn ihr eine Meinung habt und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, habt ihr 100% eine Meinung. Deswegen beteiligt euch gerne. Ja, schreibt mir gerne mal euren Eindruck zum Spiel in die Kommentare. Wie findet ihr die kleinen Neuerungen? Werdet ihr es euch holen? Ja, habt ihr da Bock drauf? Und so weiter. Und auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr freuen. Gerade weil es Part 1 ist, der Preview. Wenn ihr das liken würdet, wenn es euch natürlich gefallen hat. Bei Unity haben wir, glaube ich, fast jedes Video, was heißt fast jedes? Jedes Video über 1000 Likes gebracht. Außer das allerneueste, aber das ist noch nicht so lange draußen. Deswegen, wer weiß, vielleicht, es liegt an euch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare, Leute. Ansonsten, danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.